Ja, hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid hier beim Project Hospital. Immer noch am zweiten Tag. Der Herr Wiesel kommt wieder. Da hatten wir wohl eine Fehldiagnose. Beziehungsweise meine Ärzte. Und da wird wohl jetzt, müssen wir uns jetzt wieder behandeln. Oder er wird wieder behandelt. Gucken, dass wir ihn beobachten. Hab den mal einen blauen Dings gegeben hier, ne? Code Blau behandelt diesen Patienten, als wäre er im kritischen Zustand. So. So, ich hoffe, dass sie jetzt ein bisschen genauer und sorgfältiger guckt. Dauert dann zwar länger, aber bevor wir wieder falsch behandeln. Die ist schon am. Okay. Das ist Herr Wiesel, ja. Produktive Huste, sonst ist das jetzt gar nichts Schlimmes, glaube ich. Geht er als nächstes? Nee, ne? Aber gucken, was jetzt alles mit ihm macht. Was hat er? Grippe, grippale Infekte, okay. Gucken, ob sie was, weil sie kann ja auch die Differentialdiagnostik. Wie gesagt, und notfalls haben wir nicht hinten noch den. Das Labor ja auch noch. Mikrobielle Proben, okay. Bis auf das eine, da müssten wir vielleicht noch ein Labor wieder bauen, aber erstmal haben wir ja nur das eine. Abtasten, ne? Es läuft noch, ne? Den hat sie behandelt. Ja, grippaler Effekt. Vielleicht gehen wir doch hier ein bisschen wieder runter. Wir sind auf Mittel, okay. Den Herrn Wiesel, so. Also, er hat auch nichts entdeckt, ne? Oder? Ja, sonst muss es zum Labor überweisen. Ist immer noch nicht besser. Hier alle 6% wegen Halsschmerzen. Ja, okay, das kann einige sein, ne? So. Das da. Da unten gibt es gerade Medikamente aus. Guck mal hier, er hat was gefunden, Wiesel. Sinus-T. Okay. Nase verstopft, verstopfte Nase. Ja. Wahrscheinlich nichts Schlimmes, oder? Ist eine Entzündung einer oder mehrerer Nebenhöhlen, die verursacht Schwellung und kann den Abfluss von Schleim oder Eiter der entsprechenden Nebenhöhle beeinträchtigen. Okay. Ja, mal gucken. Dann können wir das jetzt rausnehmen, den blauen. Dann kann der jetzt behandelt. Was haben wir hier? Grippaler Infekt, okay. Läuft. Ist die Frage, wollen wir jetzt hier noch ein Ei oder können wir hier noch ein Ei stellen? Nee, da ist noch irgendwas, ist hier noch. Kein Zugang für Patienten, fehlendes Personal. Ja. Okay, da müssen wir mal gucken. Okay. Hier noch mal einen Stuhl hinstellen. So. Auslastungstag, was fehlt denn hier noch? Fehlt doch eigentlich nichts.
fehlendes Personal. Ja. Kein Zugang. Wieso kein Zugang? Das verstehe ich nicht. Ich kann ja mal die Tür wegmachen. So. Jetzt hat er keinen Zugang, richtig. Und jetzt machen wir eine Tür rein. Welche Tür ist das denn? Die sind das, ne? Oder? Nee. Die hier. In grün. Windgrün. Nee. Ich weiß es nicht. Machen wir nochmal eben weg. So. Dann nehmen wir mal das. Okay. Nicht. Ich weiß es nicht, warum. Kein Zugang für Patienten. Ist doch, den habe ich doch als Ärztezimmer hier deklariert. Mit Korridor. Kein Zugang für Patienten. Verstehe ich nicht. Geht der nächste rein? Der kann hier, der Wiesel kann sich endlich sein Medikament abholen. Sehr schön. So, wie sieht's aus? Könnten wir hier... Warte, was könnte sein, oder? Zimmer, erste Zimmer, ich sage. So, und sag jetzt hier, ah, guck mal, oder? Einfach nur zu groß gezogen. Ah, guck mal, das könnte es sein. Genau, weil da hinten nicht reinkam. So, dann kann man nämlich hier so langsam mal jemanden noch nehmen. Lange Arbeitsweg, ne? Da war eigentlich schon jemand, der auch ein langer Arbeitsweg ist. Wo wohnen denn alle? Nicht langsam, die brauchen wir nicht. Diagnostik ist aber gut. Die Diagnostik ist gut. 600 Spezialist. Macht das Sinn? Nee. Lang Arbeitsweg. Muss ich einmal würfeln. Was ist das? Nachtmensch, okay. Saubere Füße, das ist schon mal gut. Und halt Diagnostik, oder? Diagnostik-Genie, komm. Den stellen wir ein. Dann haben wir nämlich jetzt hier schon drei Ärzte. Geht das ein bisschen schneller? In der Mitte haben wir die Chefin. Genau, Herr Wiesel haben wir bearbeitet. So, was hat er denn? Acht versteckte Symptome. Okay. Mittag. Wie
Ist jetzt auch zufrieden, ne? Ja. So, essen können sie ja. Aufenthaltsraum haben sie. Läuft schon mal. Ja, mal gucken, was hier so rauskommt. Er ist ja gar nicht so verkehrt, ne? Er macht das ja eigentlich ganz gut. Oder? Weil der Diagnostik-Genie, das heißt, der lernt erst noch, ne? Das heißt, wir starten wirklich mit Diagnostik 0. Oh, das ist Praktikum. Arzt im Praktikum. Das ist, glaube ich, der ausgelernt, Diagnostik 0, genau. Oh, no, 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 no. Mal gucken. Dame ist dran, das hat sie. Ein verstecktes Symptom. Ja, die Frage ist, das gebe ich gerne an euch weiter. Welche Spezialabteilung machen wir auf? Also wir haben hier die Intensivstation, macht glaube ich noch nicht wirklich Sinn. Chirurgie, innere Medizin, weil ich intensiv könnte auch, aber... Chirurgie, innere Medizin, Orthopädie, Kardiologie, Neurologie, ansteckende Krankheiten. Die hatte ich aber noch nie. Traumatologie. Dann haben wir die Onkologie. Wir haben die Urologie und die Sexualmedizin. Letzten drei sind halt neu, weil die ist auch neu, die Traumatologie und die ansteckende Krankheiten. Und daher wäre es cool, so ab hier, ne, wenn er hier noch eine Idee bringt. Kann auch sein, dass wir können auch gerne uns erstmal um eine normale kümmern, hier Intensivstation. Weil intensiv schon schwierig ist. Weil ich glaube, wir können schon hier mit, oder? Mal hier kurz aus. Genau, Räume stationär geteilt jetzt. Achso, das wird ja erst freigeschaltet. Okay. Was war dann so? Hast du behandelt? Sehr gut. 200 sogar. Ja, ich denke mal schon, dass die Ärzte ihr Geld wert sind, ne? So, hier wird geröntgt. Okay. Gucken, was rauskommt. Armprellung, okay. Sehr gut. Gesehen. Okay, die läuft da weiter. Also macht das schon Spaß, also wirklich so in die Tiefe zu gehen und ne, wir können irgendwann hier ein Krankenhaus haben. Sehr groß und vor allem auch mehrere Etagen, ne? Das geht auch. Was hat so heute, gestern 73, Patientenaufnahme 82, okay. Was hast du denn gemacht? Hyperaleffekt, okay. Was ist die hier? Skurrigose. Ja, gibt schon mehr. Ach, Frau Wiesel. Ihr Mann war auch schon da. Oh, darf ich gar nicht sagen, ne? 27 kann auch die Tochter sein, ne? Und hier stehen Herrn Wiesel. Ah, 25 wird schon... Der Mann sein dann ja. So. Was ist noch gar nicht da? Wo treibt sie sich noch? Das ist hier die Apothekerin, ne? Ja. Geht's zum Arbeitsplatz, okay. Hatten wir denn noch hier in der Abteilung? Mal gucken. Souvenirladen. Abstellraum, Kantine. Dienstbüro. Das war ein Manager einstellen, der die Gesamtdurchsetzung aller Hausmeister im Krankenhaus erhöht und es dir erlaubt, sie einzelnen Räume zu säubern, zuzuweisen. Mindestens benötigst einen Mitarbeiter Hausmeister vorhanden. Okay. Stellraum, Aufenthaltsraum.
Okay. Hier kommt schon wieder. Und kommt schon der nächste. Schon was los jetzt hier, ne? Vorne kann ich mir die Aufzüge gut vorstellen. Wie gesagt, und hier wird so der Traumabereich kommen, beziehungsweise ja, doch der Traumabereich, das glaube ich. Traumatologie, was ist das nochmal? Wer ist hier denn? Wartebereich Traumatologie. Mal gucken, ob es hier genau fertige Dinger gibt. Und Toiletten. Abstellraum. Oh, Verbrennungsstation. Verbrennungsstation. Diagnosestation, ja, okay, die Traumatologie brauchen wir jetzt nicht, glaube ich. Das ist so. Intensiv vielleicht auch nicht so wie. Aber einfach nur eine Chirurgie nehmen, vielleicht. Oder innere. Innere wäre auch nice, oder? Oder hier so eine. Ja, ich würde. Innere und dann später hier diese, ne? Weiter, damit wir hier noch ein bisschen was schaffen. Keine eindeutige gehe zu. Ja, dann muss das mal die Chefin machen. Gucken, ob wird der gleich da aufgerufen werden, denke ich. Nagelpilze, Athletenfuß, mikrobiologische Proben. Name. Ja, es würde bedeuten, dass wir ein neues Labor brauchen, ne, wenn. Jetzt haben wir jetzt 12 Patienten schon behandelt. Da hinten wird aufgerufen gerade, okay. Die Apothekerin ist schon wieder weg. Was macht die denn die ganze Zeit? Widerstand ist auch für Füße, also. Das ist der ja, ne? Der Herr Carsten Hansen. So. Armbrille, genau. Der war ja beim Röntgen, ne? Der Carsten Hansen ist hier, ne? Ja. So. Gibt auf jeden Fall Erfahrung hier für die Frau Keller, unsere Chefin. 320, sehr gut. So. Geht der jetzt rein? Ja. Sieht doch erstmal ganz gut aus. Wir haben jetzt 14 behandelt. Es kommen ja auch weniger aktuell, ne? So, mal gucken, ob sie was herausfindet. Ich will nur noch die Dings bauen, ne? Die andere. Die Probenentnahme. Benötigt Auslösung, Glaswaren, Abzüge, mikrobiologische Brustkasten und Mikroskop. Hätte sie das machen können? Mal gucken. Analyse, Drucker, ne, denke nicht. Ah, jetzt hat er. Okay, sehr gut. Ah, diese Chefin ist schon gut.
Und die anderen zwei machen dann einfach so die Masse, ne? Cool, der hat schon Diagnostik. Ah ne, oder? Ich kann. Qualifikation. Also. Arztbewertung 99%, letzten 20%, so viel hat er noch gar nicht. Windpocken, okay. Okay, das wird er ja als Arzt herausfinden. Ich meine, das ist ja schon ganz gut, ne? So. Wir machen schon 3000 plus. Weil die Heroine noch fehlen. Da hier sind schon wieder drei, ne? Eins, zwei, drei, vier sogar. Fünf, ah, okay. Und die fünf, die noch fehlen. Ja, es ist 15 Uhr. Gucken wir, ob wir es noch schaffen. Aber hier. Schon. Diagnostiziert, auch diagnostiziert. Und auch. Okay. Ich glaube, dann warten wir den Tag mal noch ab hier, ne? So. Ich glaube, mit der Apotheke, das fahren wir auch ganz gut, ne? Ja, Röntgen ist halt noch ein bisschen wenig, aber es nützt uns. Okay, sehr gut. 180. Jetzt muss sie zahlen. Cool. Ich habe auch schon wieder was getestet. 175. Wäre noch nichts, okay. Verstauchung. Ungelenksprellung. Verstauchung, Fußgelenksfraktur, okay. Hier könnten sie es herauskriegen, oder? Na doch, hier, das hat er rausgekriegt. Hier ist es jetzt eher, muss wahrscheinlich noch Röntgen, ne? Na guck mal, sie humpelt auch. Hm. Hier haben wir auch rausgekriegt, genau. Der Herr Jonas Ehrlich, warum muss sie sich oben ausziehen? Und bekommst es raus? Geht's zum Röntgen. Ja, das hätte ich auch sagen können. Vorsichtig, ne? Oh, Neumann. So, ich hoffe, der kommt gleich. Wo ist der hinten? Ah, der ist auf Toilette, ne? Ah, der ist hier. Ja. So, du hast Kundschaft. Oh, hier wäre der richtig. Und was mit ihr? Okay. Ja, du hast Kundschaft. Jo, lass dir Zeit, ne? Das ist die Apothekerin, die schon wieder da ist, ja. Lass mal gucken. So, kann sie mit rein? Ja, jetzt geht sie rein. Gucken. Nach dem Röntgen müsste es ja eigentlich wissen, ne? Warm. Schwellung, Schmerz, verletzte Knochen, Gelenkmobilität. Gucken.
und ich tippe auf Fraktur. Daumen hoch, warum? Heilung oder Faktor, komm. Dort lange, ne? Ah, jetzt. Sprunggelenksprellung, okay. So, die hat noch eine halbe Stunde. Ich hoffe, das schafft sie, noch behandelt zu werden. Alle anderen haben wir ja behandelt, ne? Finde ich schon mal ganz gut. So, jetzt wird die gleich von ihr aufgerufen, hoffentlich. Ich würde das gerne von ihr machen lassen. Jetzt geht die auf Toilette noch. Muss die morgen mit der Prellung wiederkommen. Ach nee. Wird sie noch dran? Ne, jetzt muss sie gehen. Ja, es nützt ja nicht. Also wenn du erst zum Kacken, Entschuldigung, zur Toilette gehst, bist du selber schuld. Ja, von daher. Haben wir 19 Patienten behandelt, die andere muss morgen wiederkommen. Und ich würde mal Pause machen und dann sehen wir uns, wenn ihr mögt, in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Tschüss. Jetzt so langsam so.